Hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben. Und hier sind wir auch schon wieder bei Kevin Anson, Famous Machine, Kapitel Nummer 2. So, wo sind wir denn stehen geblieben überhaupt? Irgendwo um nirgendwo auf jeden Fall. Stein. Okay, Apfelbaum. Ist wohl auch allergisch nicht nur gegen Nüsse, sondern auch gegen Äpfel, wie es aussieht. Aber wir haben Mörser haben wir dabei, wir haben ein Horn dabei und wir haben Kohle dabei. Ja, wunderbar, das passt schon mal. So, Mörser gemischt, da können wir natürlich noch einiges reinmachen. Ich denke mal, für Schießpulver gehe ich mal stark davon aus. Das mit den Horn verstehe ich allerdings noch nicht. Aber das werden wir noch später herausfinden. Gut, ja, der Apfelbaum, ich weiß. Salpeter, sehr gut. Get your own. This stuff is pricey. Ey. Ein Stückchen. Get your own. Er mag mich nicht. Big, juicy tomatoes. Yum. Oh, I don't eat them. I chuck them at comedians I hate. You're spending months. Das geht natürlich auch. Vegetables just to throw them at comedians? Technically they're fruit. Okay, der baut was an, aber da kommen wir nicht ran. Müssen wir irgendwie ablenken später, damit wir an die Salpeter rankommen. Aber das ist später. Die wollen wir für $5 haben. Und in der Reparatur. Das zählt auch noch dazu. Da kommen wir überhaupt nicht rein. Vielleicht gibt es da noch irgendwas drin. So, da haben wir Newton. Newton hat ein Glas. What's in the jar? Oh, it stinks. It's sulfur. What's it for? Aside from its use in explosives, I was hoping it would deter nosy loudmouths from disturbing me while I read. Huh. Is it working? You tell me. Anscheinend funktioniert's nicht. Okay. Mind if I have some sulfur? What the devil do you need sulfur for? No idea. I just kind of put stuff in my backpack and figure it out later. You're an odd fellow, aren't you? Yep. So, can I have some? No. Okay, wir müssen ihn irgendwie da rauskriegen, ne? Und das auch am besten über das Rohr. Ich guck bloß mal kurz nach, ob wir noch was haben hier. Bücher, noch mehr Bücher und ein Bibliothekar. Na toll. I agree. It is a bit underwhelming. A genius like Lupin deserves the finest marble. Not to mention his left hand has been looted. Und den Magneten brauchen wir noch. Der Magnet. Are you in charge here? As much as any librarian can claim to be in charge of such magnificent tomes of truth. Okay. How might I assist you, fellow knowledge seeker? Schicker Magnet. Eigentlich bin ich hier, um den Magneten zu inspizieren. Actually, I'm here to inspect the magnet for magnetic distortions. Extremely dangerous. Oh dear. Please feel free to take a look. I do ask, however, that we keep the magnet inside the library. See you around. Der muss hier bleiben. Na toll. Wir haben den Magneten auf alle Fälle, aber der muss hier bleiben. Unpraktisch wieder. Pardon me, Inspector, but I believe you're forgetting something. Na toll, da kommen wir gar nicht weit. Ich dachte, wir können wenigstens nur um die Ecke gehen, aber das funktioniert ja auch nicht. Aber was würden wir damit auch machen wollen? Ich probiere mal kurz was aus. Weil man das so machen und das so machen. Und das passt schon mal nicht. Okay. Irgendwas können wir damit machen, aber nur was. Okay, dafür brauche ich eine Leiter. So viele Sachen, die ich beachten muss. Wahnsinn. Ich
würde ja zu gerne was testen einmal, aber die Rüstung kommt mir bestimmt nicht entgegengeflogen, ne? Und rammt Newton vom Tisch. Das bezweifle ich, aber ich guck mal. No, I'd rather not. Oh, come on! I agree. A genius, not a man. Ah, oh, da kennen wir doch schon. Geht aber nicht. Damit können wir erst später was anfangen. Das machen wir dann auch noch. So, gehen wir ins Dorf zurück erstmal. Einwurfkasten ist leer, wie immer. I'm digging this song. It sounds so cheerful. I told you it was still cheerful, Tizo. Of course it's still cheerful. Jochen can't play a minor chord to save his life. Says the guy who asked me yesterday about an arpeggio. Hey, at least I can play one. I don't. Sorry, buddy. We're a trio and we're staying a trio. Na toll, das funktioniert also auch nicht. Come on then, try a cup. It's on the house while I'm still working on the mixture. What's in it? Great secret, my friend. It's not people, right? I saw this one movie where it was people. Great secret, my friend. Alright. Ach, einfach her damit. That's the spirit. Irgendwas wird es schon sein, aber wir packen erstmal alles ein. Wow. Es macht Lärm. Natürlich, den braucht man auf jeden Fall. Den Trichter würde ich ja auch zu gerne mitnehmen noch und austauschen vielleicht. Then I'll have a funnel, but no horn. Something tells me I'm gonna need both. No, I... Den Trichter kriegen wir auch nicht. Die wollen ein Trio machen und kein Quartett. Es läuft alles nicht so nach Plan heute. Nö, nö, nö. Da gucken wir doch mal nach. Den Golfball, den kriegen wir auch nicht. Ist das ein anderer Golfball? Und, oh, getunnelt. Wahnsinn. Thanks for the help. Oh, sure thing. Here you go. You can hear a pin drop on the 18th green. A single putt stands between O'Leary and his first major tournament victory. He steps up, centers himself, breathes the deepest Wer breath ist das? Of his life, and... Hi there! What the... Oh, were you about to hit the ball? My bad. Go ahead, I'll be quiet, I promise. Well, I can't hit it now. You've totally psyched me out. Ja, 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 immer die gleichen Ausreden. Wenn man nicht spielen kann, kann man nicht spielen. So. Und Robin Hood hat versagt. Natürlich, der muss kalibriert werden, wie so ein Wii-Controller, wie so ein Wii-Controller. Der Wii-Controller, der muss ja nicht kalibriert werden. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann gehen wir erstmal dahin. Auf geht's zurück ins Dorf. Auf geht's zurück in die Seitenstraße. Nein, nicht Seitenstraße, weiter müssen wir. Da entlang. Wir müssen auf zur Wiese. So. Auf ins Bettmobil. Ah, ne, gibt's ja noch gar nicht hier. Und ein Pfeil. Wunderbar. Not too accurate, but
But you gotta admit the guy's got range. Not too accurate, but you gotta admit the guy's got range. Warum? Ich hab gedacht, ich kann ihn mitnehmen gerade. Der steckt doch sonst alles in seinen Rucksack rein, aber den Pfeil nicht. Nein. Deswegen würde ich das jetzt nochmal machen und vielleicht trifft er ja zufälligerweise einen Apfel. So, also öff ein neues. Oder er trifft den Typen vielleicht. Wer weiß das schon so genau? Feuer frei! Alles für Sparta! Sind doch Hacker. Nein. Das ist ein Glitch, ist das. Nun aber hier, volles Eisen jetzt. Los, Robin, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, komm schon. Komm schon. Oh. Es sind ja schon drei. Wen hat er hier Nerds genannt? Also es bleibt wohl bei drei, wie es aussieht. Oh, Holzspäne. Alles klar, das wird bestimmt ein schöner Salat. Okay, alles klar. Guck mal. Ah, würde ich auch nicht machen. Zaun ist immer noch kaputt, alles klar. Nun dann, nun denn meine ich so rum. Werden wir nochmal kurz mit den Pfeilen gehen einmal. Weil irgendwas müssen wir mit diesen Pfeilen machen. Zielsicher ist er schon mal nicht, ansonsten wäre ich ganz schnell einmal an Salpeter rankommen. Aber nein, warum denn auch? War auch so nicht, also verlangt, ne? Not too accurate, but you gotta admit the guy's got range. How many tomatoes do you really need for that? Ideally, three per comedian. Sometimes they play off a tomato or two like it's all part of the routine. Third one breaks their spirit for good. Aber na sicherlich, willst du vielleicht Holzspäne haben? Sure how those go together. Ja, dann nicht, Mensch. I'm not sure how those go together. Was soll ich denn mit der Holzspäne machen? Oh God, look at them up there. Red. Not too accurate, but you gotta admit. Aber die Reichweite ist noch nicht hoch genug. Ich werde mal am besten gleich mal ein bisschen anquatschen, ne? Da er die weiterschießen soll, vielleicht fällt der ein Apfel ab oder was anderes. Hey, ich mach dir mal im Glas ein bisschen Holzspäne rein. Fällt nicht auf. Ja, okay. Achso. Nee, es passt alles nicht. Holzspäne, für was brauche ich denn Holzspäne? Kann ich höchstens in den glühenden Kohl mal rein, glühenden Kohlen. Oder in den Trichter vielleicht. Aber wie soll denn der Tee schmecken? Der schmeckt ja jetzt schon wie ein halber Herzinfarkt am frühen Morgen. Deswegen, ich probier's trotzdem aus. I have to make sure nobody else makes the same mistake I did.
not sure how those... Okay. Fancy another cup? Aber sicher doch, vielleicht explodiert das Ganze jetzt. Weil halt Sägespäne und... Gut, wer weiß, was da schon alles drin ist eigentlich. Ist ja ein Betriebsgeheimnis. Alright, sure. That's the spirit. Auf geht's. Nimm dir den Trichter! Yoink. Die Tasse vielleicht auch noch? Wir nehmen alles mit am besten, ne? Oh, confound it all. Bisschen beruhigende Musik für unterwegs mal, oder für die Bibliothek meine ich so rum. Ha, es hat den gewissen Stil. So, Newton ist auch schon mal ausgeschaltet, oder halt, er ist weg. Jetzt kann ich mir sein Glas nehmen, nämlich. So. Ja, aha. Wir nehmen einfach alles mit dir. Rein damit. Hat er noch irgendwas fallen gelassen? Glas, ne, haben wir auch nicht mehr. Gut, die Magneten können wir immer noch nicht mitnehmen. Aber ist ja nicht schlimm und das Papier kriegen wir auch noch nicht. Auch nicht schlimm, wir haben erstmal das Salpeter-Ding. Ja, meine ich doch. Nee, ist halt Peter Ding doch nicht. Schwefel, so rum. Hab ich doch gesagt. Was haben wir noch jetzt? Den Golfball, den bräuchten wir am besten auch, aber da kommen wir nicht ran. Shot to warm up. No shots before. I'm not gonna lose to these chumps just because I couldn't keep it in my quiver. Good luck in the tournament. Ah, Newton ist bestimmt jetzt unter den Apfelbaum, oder? Feuer frei nochmal. Jetzt wollen wir es wissen. Irgendwo muss er ja sein. Jetzt mit Schmackes aber. Without a super smart math magician. Huh? Warum triffst du den Apfel nicht? Der muss Newton auf den Kopf fallen. Ach. Amateure. Nee, nee, nee. Dann gehen wir einmal zu Newton jetzt erstmal und mal gucken. Oh, Joy, you again. I'll be right back. Aber ich sehe gerade, er ist weg. Aha. Tada-tada! Oh, I think I just reinvented gunpowder. Schießpulver! I'm not sure how those go together. Schade. Weren't you working on something before you started reading those books? What concern is it of yours? I'm a fellow scientist. I too seek answers to life's great mysteries. You must know I was researching the motion of heavenly bodies. You mean like supermodels? Planets, you dimwit. I was trying to determine what dictates the nature of their motion around the sun. Okay, da ist nichts. Die Pfeile sind immer noch da, alles klar. Ah, wir haben jetzt Schießpulver auf jeden Fall. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Glaube ich, denke ich. Nur noch mal ganz kurz was gucken einmal. Und zwar... Ich brauche am besten den Ball noch. Aber wie nur? That feels a little reckless, even for me. Natürlich. Okay,
some wood for me? This lumberjack jacks lumber for one man, itself. Not even as a favor for your dear friend Kelvin? Sorry, kid. I have one friend, and he's too busy being a dog to ask me for any favors. Keep on... All day... Hi! I'm just gonna borrow one of those... Anscheinend nicht, alles klar. Okay, naja. Looks like this fence is short one peg. Ja, super. So, das war's dann erstmal wieder von hier aus. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was erreicht heute. Und wir haben uns nämlich Schießpulver gemacht und haben das Horn immer noch dabei. Und Robin Hood kann immer noch nicht schießen, wenn er überhaupt Robin Hood darstellen soll. Das könnte auch der Fake Robin Hood sein. Wer weiß ja schon so genau. Okay, das war's dann erstmal wieder von hier aus mit Let's Play Kelvin NCN Famous Machine. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button einfach auf Clash and Dash and smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir, Gaming of Ben. Ich werde jetzt erstmal was essen gehen. Und ja, ihr bleibt in Zukunft immer schön flauschig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Was vergessen wir? Oben rechts auf dem Info-Button, da ist jetzt meine aktuelle Homepage drin mit aktuellen Gaming-News, Reviews, Previews, Spezials und so weiter und so fort. Und ja, Tschüssikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben und bis dann natürlich immer schön weiterzocken. Also, reinhauen! Blitz presents a hilarious adventure game about a mad scientist. His totally qualified research assistant. And a time machine that, frankly, looks a lot more like a shower. Featuring some of history's greatest minds. Along with, well, Kelvin. Can one bumbling hero stop the universe from imploding? Kelvin and the Infamous Machine. Available now on Steam.